Na, wo gehst du hin? Vielleicht die Person, mit der du dich triffst. Stella. Ja, schon wieder. Das wäre jetzt der Hammer gewesen, wenn sich mit dir trifft. Na schön, ihr Rohdinger. Ihr solltet euch für eure musikalische Unwissenheit schämen. Herbstausklang ist das beste Lied der Welt. Daran besteht kein Zweifel. Das Lied ist großartig. Das ist ein schamloser Lüge. Mythos der Liebenden ist nicht nur das bessere Lied, sondern auch technisch interessanter. Du hast keine Ahnung von Musik. Unmöglich. Ist dasselbe Lied, du Hohlkopf. Die Wörter Mythos der Liebenden kommen im verdammten Text vor. Stimmt doch gar nicht. Du hast keine Ahnung, kein Geschmack. Regel diese Angelegenheit für uns. Warum ich jetzt schon wieder? Diese völlig verblödeten Idioten behaupten, Herbstausklang und Mythos der Liebenden seien unterschiedliche Lieder. Das ist einfach nur falsch. Bitte hilf mir zu beweisen, dass diese Deppen total daneben gehen. Spielst du Gitarre? Ah, natürlich. Sieh dir nur mal diese Finger an. Spielen so große Berge. Wenn du das Lied spielen würdest, könntest du es für uns spielen? Aber Moment mal. Ich weiß, wo du die Partitur für Herbstausklang aufbrechen kannst. Das ist nämlich die Sporthymne der Stadt, aus der ich stamme. Kenn ich da Notfeigner. Findest du sicher einen Laden, der sie im Angebot hat. Du musst sie erhältlich sein. Hier hast du ein kleines Taschengeld. Behalte es ruhig, aber bring mir die Noten. Ey, ich weiß nicht, ob das was wird. Wie weiter, du Ekel? Aha. Verschlossen. Das ist eine sehr große Stadt. Eine große Stadt. Und hier ist er zu Ende. Verdammt. Oh, Müsli. Wir haben Müsli gelernt. Gehst doch schnell gleich viel schneller voran. Wird sie der Tag?
Rinderlizenz. Da haben wir so. Und Schlüssel für oder so. Hochsamen erzügen das Poster. Die habe ich nicht. Ist nicht erschreckt. Spielst du den guten alten Giovanni Streicher? Fehlt mir, aber was machst du hier? Ich mach Besorgung, Snack kaufen, vom Rücken. Ja. Gut, hier ist ein Laden. Wendy. Okay, was verkaufst du? Ein Umbolus. Cool. In der Rinderlizenz. Olivensamen. Cool. Ja, damit. Willst du auch mal Rinderlizenzen brauchen? Wenn wir wahrscheinlich früh genug herausfinden. Bin der Echsenkönig. Ah ja. An sonnigen Tagen riecht es hier nach heißem Müll. Wenn die Sonne die Mülltonne genau richtig trifft, kannst du die toten Fische total gut riechen. Da siehst du, wie unsere Steuerglimms benutzt werden. So, nach Norden. Nach Norden wollten wir. Außer hier gibt es noch was Interessantes. Sandspring Platz. Dann fahren wir erstmal hier hin. Kommen wir langsam. Langsam nach Norden. So. Dann fahren wir da noch hin. Gießen. Da haben wir doch heute ordentlich Quests abgearbeitet. Sandspring Platz entdeckt. Der regnet aber hier gerade sehr. Dass das Sandspring Platz ist. Das ist perfekt. Der Blumensalon hatte ich noch nicht mal im Traum erhofft. Ich kann es kaum erwarten, meine Füße auf dem Sofa hochzulegen. Mehr Erdnüsse.
Kann ich dir einen Drink mixen? Oh, komm schon, du weißt, dass du einen möchtest. Einen winzig kleinen Schuss Wodka. Mhm. Dann wenigstens einen Caesar ohne Alkohol. Wirklich? Mhm. Gar nichts? Klar. Na schön, wie du willst. Und wenn du nichts dagegen hast, könnte ich mir jetzt einen kleinen Mutter machen. Verstehst du, was ich meine? Ach ja, falsches Publikum. Ciao, ciao. Oh, für Fremde. Oha. Eine Jukebox. Wir müssen Musik hören. Finde das sehr passend. Thunfisch müssen noch fangen. Thunfisch, ja, Thun. Da fahren wir, glaube ich, nach Norden das nächste Mal. Diese Musik. Typische Fahrstuhlmusik. Kann er machen. So, wir haben angelegt. Ich weiß natürlich nicht mehr, wo wir waren. Ah, hier sollten wir. Hier wollten wir aussteigen. Sandspringplatz. Okay, ich meine mich zum anderen, dass wir heute hier die Gegend erkunden. Als nächstes nach oben. Fische müssen wir noch besorgen. Das Abendessen müssen wir hier. Und das Dinner für den. Dinner for one. Für den. Für drei Leute. Hier gab es Fischgebiete, da waren wir mal. Da gab es einen speziellen Fisch, den wir fangen sollten für Atul. Was war das nochmal? Müssen wir mal gucken. Thunfisch-Tataki, da müssen wir Thunfisch holen. Fangen wir dann wahrscheinlich am Norden. So meine Vermutung. Deswegen werden wir da dann mal, nachdem wir uns hier im Süden ordentlich umgesehen haben, mal im Norden ein bisschen umschauen. Also ich fahre hier draußen. Schufte und mühe mich ab für das Dice-Spiel. Respektiere die Dice Boys. Oh, tut mir leid. Ich habe nur dieses Lied mitgesungen. Das ist ziemlich gut. Aha. Fand ich jetzt eher nicht so, aber okay. Okay, da hoch kommen wir nicht. Hier ist auch nichts. Hallo. Weißt du, wo meine Freundin Marianne wohnt? Oder soll ich das wissen? Na gut, trotzdem danke. Dass du das nicht weißt. Da sitzt immer dieses Mädchen am Fenster und sieht mich an. Vielleicht kenne ich sie ja von irgendwoher. Ich finde das merkwürdig. Ja. Jeden Morgen kommt dieser süße Junge vorbei. Ich sitze gerne einfach nur hier und warte auf ihn. Ich habe nichts Besseres zu tun. So bin ich wenigstens beschäftigt. Ja. Mhm.
Rübensamen, Zwiebelsamen. Aha. Zwiebelsamen hatten wir die schon. Kommt mir so vor, als hätten wir noch keine Zwiebeln. Lauch haben wir gepflanzt. Haben wir hier nicht schon? Willkommen im Park. David, einer von überblättert. Ich wollte dir nur sagen, dass diese Bäume krank sind, leiden an einer seltenen Krankheit. Wir müssen sie fällen. Nachher kommen ein paar Waldarbeiter. Wollte dich nur warnen, damit du dir im Park sicher bist. Und damit du den Park respektierst und deiner Gemeinde hilfst. Viel Spaß im Park. Dann fällen wir sie mal. Müssen sowieso gefällt werden. Eschenstamm. Also können wir auch mal wieder gebrauchen. Direkt vor seiner oder ihrer Schnauze. Esche ein. Natürlich ist Arthur hier und staunte Beeren. Arthur und seine Beeren. Wow, Beeren. Oh. Arthur, wow. Ein paar Beeren für dich. Hi. Aha. Geht's mir gut? Ich glaube, das Dach komme ich so nicht. Ich kann auch irgendwo raus. Ja, hier kommen wir raus. Da aufs Dach können wir, glaube ich, nicht zurück drauf. Oder doch? Naja. Und gerade eher nicht so. Was gibt's hier? Nicht viel. Na dann. Ein bisschen Holz von Insel mitgenommen. Natürlich freut sich immer noch über den leeren Beerenstrauch. Und weiter geht's. Dann wird die Insel abgeklappert. Weil es nicht so spannend. Oha, da gibt es was Neues. Ach du schon wieder. Ich stehe in letzter Zeit ein bisschen neben mir, habe ich mitbekommen. Ich habe immer wieder diesen eindringlichen Traum. Ich bin daheim, gerade mal 5 Jahre alt. Meine Mama kocht mir mein Lieblingsessen. Dann wache ich auf und kann immer noch das Rinderfondue auf der Zunge schmecken. Ich kann es kaum erwarten, wieder einzuschlafen. Zeit für mein nächstes Nickerchen. Okay, wir sollen wahrscheinlich ein Rinderdingens machen. Thunfisch-Tatatie müssen wir machen. Zu Erdnüssen. Ich glaube, ich habe eure Gastfreundschaft überbeansprucht.
weiß schon, ich bin erst vor kurzem zu euch gestoßen. Aber es liegt mir nicht wirklich in meiner Hand, du weißt schon. Wenn es doch nur so wäre. Keine Sorge, ich hatte einen fantastischen Aufenthalt. Ich bereue nichts. Ich habe den Aufenthaltsraum geliebt. Vielleicht etwas zu sehr. Ich glaube, du musst die Getränke wieder aufstocken. Okay, gehen wir. Kennst den Weg, Bambina. Okay. Haut er jetzt ab, oder was? Bringen wir den jetzt zur Immerfort, oder was? Ist nicht wahr, oder? Bring Giovanni zu Immerfort. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, nach dem... Das ist aber kein schönes Ende für ihn. Hat er sich mit seiner Frau zerstritten, zerkracht und letzten Momente im Pausenraum geschlafen. Es ist aber... Es ist sehr traurig. Na gut. Auf zu Immerfort. Ich dachte, wir müssen noch Atul vorher. Atul wäre der nächste. Zum Glück nicht. Ich lasse das noch ein bisschen auf sich warten. Am Ende ist er der letzte. Ich bin die ganze Zeit furcht, dass er schon gehen muss und so. Zwiebel. Dann können wir, wenn wir schon mal da Richtung, in die Richtung unterwegs sind, können wir mal dann nach Moron weiterfahren. Dann hoffentlich ein Thunfisch fangen. Und wir fangen vorher schon ein. Was Nein. ich nicht glaube. Versuchen es trotzdem weiter. Ist das wieder dieser Zähfisch, den wir nicht kriegen? Und immer die Angel reißt. Tigermakrele. Und noch nicht. Den Fisch haben wir doch noch bekommen. Oha. Na komm. Wo kommst du her? Manche Fische sind hier echt zäh. Ich gebe auch nicht so schnell auf. Aber die einzuholen ist echt... Verdammt. Durch das Steinige hier. Mit große Flaschen mit Gims. Kellermauer, ja.
das, was ich wollte. Thunfisch haben wir noch nicht gefunden. Na, wie geht's denn so? Ist noch was Leckeres zu essen? Eine Umarmung muss sein. Vielleicht fühlt man sich besser. Hey, ich hab ich dir jemals davon erzählt, wie ich kurz vor Kriegsende oben an der Küste war. Nach einer langen Nacht voller Scharmütze wartete ich mit den anderen Jungs auf unser Evakuationskonvoi. Der Feind zog sich immer weiter zurück und wir durchkämmten langsam aber beständig die besetzten Dörfer am Vorgebirge. Ich hatte mich einer regulären Truppe angeschlossen, da sich die meisten Widerstandskämpfer jetzt in die Öffentlichkeit wagen konnten. Da waren wir also etwa 20 Kerle zwischen 17 und 25 tot müde, aber glücklich. Wir waren am Gewinnen, verstehst du? Wir hatten beschlossen, in einem kleinen Dorfblick über die Küste zu übernachten. Am Abend kam eine der örtlichen Muttis mit einem riesen Kessel voller Pasta und Tomatensauce zu uns. Viele von uns hatten jahrelang keine Tomatensauce mehr gegessen. In dem Moment hörten wir Marius, unseren jüngsten Kämpfer, wie er auf uns zuläuft und ruft: Lasst mir was übrig, Leute, das reicht, das riecht so lecker. Er war in dieser Nacht unser Speer, der die Umgebung im Auge behalten musste. Er läuft also auf uns zu, aber als er etwa 40 Meter von unserem Standort entfernt ist, hören wir eine ohrenbetäubende Explosion und sehen eine riesige Rauchwolke in der Landmine. Davon gibt es nicht sonderlich viele, aber man musste mit ihnen rechnen. Die meisten von uns rannten zu ihm, aber ich erreichte ihn als Erster. Ich werde dir die Details ersparen, aber es war offensichtlich, dass er es nicht schaffen würde. Sowas hier in diesem Spiel. Als ihm Blut überströmt in meinen Armen hielt, öffnete er langsam den Mund und sagte zu mir: Verdammt, German, ich kann nicht glauben, dass ich nichts davon abbekomme. Niemand ist mein Anteil, okay? Das waren seine letzten Worte. An diesen Moment werde ich mich bis an mein Lebensende erinnern. Er erinnert mich immer daran, dass man für die einfachen Dinge leben muss. Ein einfaches Gericht, eine wunderschöne Landschaft, eine reizende Dame. Ja, dafür lohnt es sich zu leben. So eine Geschichte hier. Ist ja interessant. Hätte ich nicht gedacht. Na gut, Atul. Hab du deinen Spaß. Mit mir. Wir gehen mit zu fangen. Ja,
nicht ganz. Aha. Aha. Ein Apfel für dich. Natürlich hier. Eine Birne für dich. Und Umarmung beim Essen. Karotte für welche neue Pflanzen? Ja, ich komme gleich. Nur kurz die Blumen gießen. Die Ernte entfahren. Nur Arthur, du brauchst doch bestimmt. Und auch Hunger. Ein Schnitzel. Was wird deine Hitlers-Mahlzeit? Wir sind da, Bambino. Ich weiß, dass ich nicht sonderlich begeistert davon bin, aber ich muss gehen. Bist du bereit, mich dorthin zu bringen? Auf geht's. Ja, ich glaube, es ist am besten so. Okay, gehen wir. Hat es dem Henkel Smart schon. Na dann. Alle kommen zum Tschüss sagen. Selbst er kommt dann mit Blumen. Dürfen wir aber nicht. Ja. Wir sind doch nur noch. Ups. Wir sind 1. 1, 2, 3, 4 haben wir hier auf dem Schiff. Der 5. verlässt uns gerade.